gibt es seit 2003 und wir haben es jetzt heute 2013, also 10 Jahre. Und ich selbst habe auch erst 2011 von dem Projekt erfahren. Fand das dann super, weil ich die Gedanken auch schon hatte, aber nie so wirklich dann gelebt habe. Und die Hintergrundgedanken, die er hatte, waren zusätzlich dazu, nicht ich mache das für mich, sondern ich mache das für alle. Also der Open-Source-Gedanke. Warum sollte ich dieses Wissen für mich behalten? Ist doch super, wenn andere davon auch profitieren. Global Village Construction Set war seine Idee, 50 Maschinen zu bauen, die nicht nur für seinen Bauernhof sinnvoll sind, sondern für alle möglichen Gemeinschaften, Lebensgemeinschaften auf der ganzen Welt, damit man sich ernähren kann auf einem modernen Level. Dass man Bauern, die auch irgendwo in Guatemala wohnen oder die in Argentinien wohnen und in Afrika, die Möglichkeit haben, Maschinen zu reproduzieren, um sich selbst zu helfen. Und Open Source Ecology ist an der Stelle halt genau der Gegenpol. Man sagt halt, wir wollen es anders machen. Keine Hierarchien, da gibt es niemanden, der dem anderen sagt, er muss das so oder so machen. Bei uns gibt es nur Leute, die sich technisch auskennen und die anderen beraten. Man hilft sich einfach gegenseitig, aber es gibt keine Hierarchie. Es gibt niemanden, der sagt, das und das wird gemacht. Jeder kann machen, was er möchte und die Projekte, die am interessantesten sind, finden die meisten Teammitglieder. Anfang 2012 haben wir uns gegründet. Es gibt bis jetzt nur 26 Aktivisten, wir sind sehr klein. 5 bis 6 davon arbeiten tatsächlich an Projekten und dennoch haben wir es geschafft, die ersten Prototypen schon zu bauen. Es kommt wirklich auf den Einzelnen an. Das ist nichts, was irgendwo jetzt die große Masse erfordert. Entwicklungen gehen immer von Einzelnen aus, die damit Motivation dahinter stehen. Und insgesamt haben wir 10 eigenständige Projekte und insgesamt auch, wie man sieht, 2558 Meinungen. Wie kommt man auf so eine Zahl? Naja, man schaut sich einfach das öffentliche Diskussionsforum an. Was unsere größte Internet, also wir haben eine Internetplattform, wir arbeiten dezentral. Jedes Projekt wird irgendwo anders geführt, sei es nun, dass die Windturbine in Siegen gebaut wird und der Ofen in München. Da kann man natürlich sich nicht ständig treffen, da ist das Geld und die Zeit ständig hin und her zu kommen. Deswegen unterhalten wir uns über das Online-Diskussionsforum und machen Online-Konferenzen. So sind halt dieser Wert von 2500 Meinungen entstanden, die tatsächlich aber auch wertvoll sind. Das heißt, das sind alles Diskussionsbeiträge, die zu der Produktion dieser Maschinen, die wir entwickeln, beigetragen haben. Und unsere Projekte sind unter anderem eine sehr innovative Windturbine. Wird entwickelt vom Alex, der sitzt in Siegen, der hat früher mal beim Fraunhofer-Institut gearbeitet. Also es sind alles Fachleute, die sich mit diesen Maschinenentwicklungen auch beschäftigen. Wir haben bei der Technologieentwicklung festgestellt, dass viele Maschinen nicht gebaut werden, auch wenn sie effizienter wären, weil es sich einfach nicht rechnet, gute Maschinen zu bauen. Wenn ich eine Maschine baue, für die ich keine Ersatzteile produzieren kann, mache ich keinen wirtschaftlichen Erfolg damit. Es gibt einen Holzvergaserofen und wir entwickeln eine Brennstoffzelle. Also wie ihr seht, wir entwickeln uns in Deutschland speziell in Richtung Energiegewinnung und Energiespeicherung. Das Argument ganz gerne, Open Source Software könnte ja dadurch, dass halt alles kostenfrei ist, dann Arbeitsplätze zerstören. Man muss sich natürlich 2 Dinge überlegen, dann denke ich mir zumindest immer. Erstmal, bei Software haben wir tatsächlich weniger das Problem, weil wenn sich dann Entwickler einfach auf den Softwaremarkt spezialisieren, das passiert organisch. Und der Bedarf dann im Softwaremarkt besteht, sich mit Open Source Technologien auszukennen, da hat sich eigentlich wenig am Markt verändert. Bei Open-Source-Hardware muss man das wieder differenziert sehen. Da gebe ich natürlich recht. Wir haben es hier mit Materialien zu tun und wenn jetzt natürlich alle Leute zu Hause ihre eigenen Maschinchen bauen, dann kauft keiner mehr was bei Maschinenbauern. So, jetzt ist die Frage, schaffen wir an der Stelle jetzt eine Schattenwirtschaft, die der Realwirtschaft schadet? Oder haben wir da vielleicht auch positive Effekte? Das heißt, haben wir möglicherweise die Effekte, dass man einfach auch mit weniger Geld auskommt? Das wird die Zeit zeigen, was sich da ergibt. Systemische Wirkung kann sicherlich kritisch sein. Ich sehe das genauso. Es kann sehr kritisch enden. Wenn natürlich jetzt tatsächlich irgendwann das super aufgeht, warum sollte ich mir einen Rasenmäher kaufen, wenn ich ihn mir selber bauen kann? Warum sollte ich mir einen Ofen kaufen, wenn ich ihn mir selber bauen kann? Und dann gehen natürlich Arbeitsplätze verloren. Und wo gehen sie verloren? Nicht in Deutschland. In Deutschland sitzen nämlich nur die Leute, die die Dinger designen. Die gehen verloren in China.
Die gehen verloren in Taiwan, die gehen verloren in Indien, die gehen da verloren, wo es zusammengeschraubt wird. Und dann haben wir den gegenteiligen Effekt von dem, was wir eigentlich erreichen wollen. Na, so weit sind wir noch lange nicht, deswegen machen wir uns darüber noch nicht zu tief Gedanken. Aber in dem Moment, wo das irgendwann mal durchstartet, oder bevor es durchstartet optimalerweise, sollte man sich selbstverständlich über sowas Gedanken machen. Ganz stark davon aus, dass wenn Menschen, die entbunden sind von ihren, sage ich jetzt mal, Pflichten, denen sie eigentlich nicht nachkommen wollen, wenn man sie rauslässt aus dem Hamsterrad, dann entsteht so viel Kreativität und so viel Freiheit, dass sich die Menschen nämlich dem orientieren und das machen, was sie wirklich machen wollen. Mhm. Und das ist meistens, also in vielen Fällen, ich habe mit vielen Menschen gesprochen, entgegengesetzt zu dem, was sie machen am Tag, wenn sie arbeiten. Und zwar teilweise krass entgegengesetzt. Persönlich denke ich, ja, Grundeinkommen würde absolut helfen. Es muss nicht ich sein, der den Ofen baut. Es ist auch okay, wenn die ganze Welt den Ofen baut, hauptsache sie bauen den Ofen, weil es einfach einen guten Effekt hat. Das Projektteam entscheidet dann, was für ein Zusatz. Es gibt Leute, die sagen, wir wollen non-commercial bleiben, dann darf es ein Unternehmen nicht nutzen. Mhm. Es gibt andere Unternehmen, die haben eher meine Denkweise, also andere Projekte, die haben eher meine Denkweise, die sagen, wenn es ein kommerzielles Unternehmen reproduziert, ist auch gut, dann wird es bekannt. Und dann sagt man einfach nur non-commercial, lässt man weg. Momentan wird das alles von privater Hand finanziert. Ich finanziere die Infrastruktur und kaufe halt Maschinen, baue mir da was, andere Leute kaufen die Rotoren und untereinander hilft man sich halt vielleicht mit Material, Know-how und Geld, um Material zu kaufen und das zu bauen. Jetzt bin ich gerade dran, habe einen Wohnwagen gekauft, weil ich möchte gerne den Holzofen wirklich ausprobieren in der Realwelt. Und dann habe ich halt den Wohnwagen selber gekauft und baue jetzt halt den Holzofen, wenn er dann funktioniert, da ein und teste den aus und dokumentiere das Ganze. Es gibt bestimmte Unternehmen, die sagen sich, cool, wir haben ein innovatives Produkt, zum Beispiel einen innovativen Lüfter, innovativen Fan. Den braucht ihr für euren Holzofen, kein Problem, wir spenden euch das gesamte Entwicklerkit. Wenn ihr dann drauf schreibt, dass ihr den Lüfter benutzt. Das steht ja eh im Bauplan drin. Wir können nicht perfekt positiv sein. Und da muss man dann gucken, ob man Kompromisse findet oder nicht. Ich habe eine Ausbildung zum Fachinformatiker gemacht und bin dann nach München gezogen. Und in dieser Zeit hat sich dann auch nicht mehr viel verändert. Ich habe weiterhin viel Software gemacht. Und mit den Jahren habe ich einfach gesehen, dass auch im Hardware-Bereich eigentlich das eine ganz gute Idee wäre, wenn man denn doch Open-Source-Konzepte dort verfolgen würde. Und irgendwann bin ich in der Internet-Recherche dann darauf gestoßen, dass es Open-Source Ecology gibt, also die internationale Division von Open-Source Ecology. Und das fand ich super interessant. Und ein Bekannter aus München hat mich dann mit dem Nikolai in Verbindung gebracht, der ja Open Source Ecology in Deutschland gegründet hat. Und ja, da war Open Source Ecology, glaube ich, noch relativ klein. Da war es eine kleine Gruppe von Menschen, die das gemacht hat. Und es war einfach irgendwie quasi ein logisches Puzzle. Open Source, Softwareentwicklung, das gesamte Denkmodell, das gesamte Konzept. Und dann kam Hardware dazu und schon war eigentlich in mir der Gedanke von Open Source Ecology und ökologischem, naturverbundenen Open Source Arbeiten geboren. Und das ist dann, ja, hat sich weiterentwickelt. Bis hin zu Produkten wie einem Holzvergaserofen, einem Windrad oder ähnlichem.